Rente mit Schwerbehinderung, Rente nach 45 Versicherungsjahren, Rente mit 63 oder doch die ganz normale Regelaltersrente. Wenn es um den Einstieg in den Ruhestand geht, dann stehen dir mehrere Türen offen, zumindest teilweise. Manchmal muss man ja bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Aber wenn du verschiedene Optionen hast, kannst du dann selber wählen oder wird das vorgegeben? Die Antwort darauf gibt's in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein. Ich bin Christian Schulz. Wenn das Ende des Arbeitslebens schon am Horizont auftaucht, dann muss man wichtige Entscheidungen treffen. Und eine wichtige Entscheidung ist eben die Variante der Rente. Es gibt ja unterschiedliche Varianten in der gesetzlichen Rentenversicherung, also die ganz normale Altersrente ab einem gewissen Alter oder eben auch vorgezogene Altersrenten. Wichtig ist aber zu betonen, das möchte ich ganz am Anfang auf jeden Fall sagen, dass natürlich immer verschiedene Faktoren hier in die Entscheidungsfindung mit einfließen müssen. Also beispielsweise deine Gesundheit oder die Planung von deinem Ehepartner oder der Ehepartnerin. Und natürlich ist auch eine wichtige Auskunft oder eine wichtige Frage, die du zu beantworten hast, wie es denn im Job weitergeht. Könntest du überhaupt weiterarbeiten? Oder würdest du deinen Job in den nächsten Monaten eh verlieren? Für das heutige Video wollen wir mal alle diese wichtigen Faktoren ausblenden und uns nur auf die Frage konzentrieren, wenn du jetzt wirklich verschiedene Rentenoptionen hättest, wie viel Entscheidungsspielraum hast du dann überhaupt? Fangen wir mal an mit der Frage, ob du ganz normal bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten solltest oder könntest. Oder als Alternative vorgezogen in die Altersrente. Für die Regelaltersrente brauchst du einfach nur 5 Jahre lang irgendwann einmal in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Und du musst dann eben ein bestimmtes Rentenalter erreicht haben. Das blende ich dir hier mal auf der Seite ein, damit du sehen kannst, welcher Jahrgang bis zu welchem Alter arbeiten müsste. Wenn du nicht so lange warten willst mit der Rente, dann geht es auch früher. Du brauchst dafür nur 35 Versicherungsjahre. Dann kannst du früher in Rente. Theoretisch schon mit 63, kostet aber Abschlag. Jeder Monat vor der Regelaltersgrenze, also dem gesetzlichen Renteneintrittsalter, kostet 0,3% deiner Bruttorente. Es sei denn, du hast eine Schwerbehinderung noch dazu, dann könntest du 2 Jahre früher ohne Abschlag gehen. Müsstest du eigentlich bis 67 arbeiten, könntest du abschlagsfrei mit 65 gehen. Mit 45 Versicherungsjahren, also nicht 35, sondern 45 Versicherungsjahren, ginge das auch, also bis zu 2 Jahre vor der Regelaltersgrenze. Du siehst also, das kannst du völlig frei entscheiden, entweder wirklich arbeiten bis zur Regelaltersgrenze oder du gehst früher, wenn du diese gerade von mir genannten Voraussetzungen erfüllst. Der nächste Punkt, den habe ich hier ganz häufig. Das fragen ganz oft Leute, die schon ihre 45-jährige Wartezeit erfüllt haben, aber noch nicht das entsprechende Alter. Viele gehen eben mit der Vorstellung dann so in die Anfang 60er, dass man, sobald man die 45 Jahre voll hat, auch abschlagsfrei in die Rente kann. Stimmt aber nicht. Wir hatten es gerade schon mal, maximal 2 Jahre früher. Wenn du aber trotzdem früher als 2 Jahre früher in die Rente gehen möchtest, dann geht das. Aber nicht mit dieser Rente nach 45 Jahren. Die nennt sich eigentlich Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sondern du müsstest mit einer anderen Rentenvariante in den Ruhestand und die heißt lustigerweise, damit es wirklich schön kompliziert ist, Altersrente für langjährig Versicherte, also ohne das Besonders dazwischen drin. Das Blöde an der Sache ist dann nur, wenn du die Altersrente für langjährig Versicherte nehmen würdest, dann müsstest du natürlich Abschlag zahlen, das hatten wir gerade schon, aber der Abschlag geht dann nicht dort los, wo du eigentlich ohne Abschlag gehen könntest, also 2 Jahre vor dem gesetzlichen Renteneintrittsalter, sondern direkt ab der Regelaltersgrenze. Müsstest du also eigentlich gesetzlich bis 67 arbeiten, könntest aber, weil du 45 Jahre voll hast, schon abschlagsfrei mit 65 gehen. Wenn du jetzt noch früher gehen möchtest, beginnt der Abschlag bei 67. Und das wird dann relativ viel, also mindestens 7%. Ob du das möchtest, deine Entscheidung. Du kannst es also selbst entscheiden, musst dafür aber wissen, wenn du noch früher als diese von mir jetzt oft beschriebenen 2 Jahre in die Rente willst, kostet das richtig Geld.
Und dann gibt es noch die Kombination aus Schwerbehindertenausweis und 45-jähriger Versicherungszeit. Mit beiden Varianten kannst du ja 2 Jahre früher gehen, ne? Ohne Abschlag, hatten wir gerade schon. Was ist, wenn ich jetzt beides habe? Gibt es dann eine Superrente, also dass du vielleicht mit beidem noch früher ohne Abschlag in die Rente kannst? Nee, gibt es nicht. Du musst dich für eine Variante entscheiden, wobei das so formuliert nicht richtig ist, denn wenn du beide Voraussetzungen erfüllst, 45 Versicherungsjahre oder den Schwerbehindertenausweis oder und den Schwerbehindertenausweis, dann sagt das Gesetz ganz klar, dass du automatisch in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehst. Ganz einfach deshalb, weil es für dich keinen Nachteil mit sich bringt. Beide Varianten haben die gleichen Vorteile, also die Rente ohne Abschlag 2 Jahre vorher. Du musst und kannst dir nicht selbst entscheiden, das macht dann die gesetzliche Rentenversicherung automatisch für dich. Und wie sieht es aus, wenn du kurz vor der Rente nochmal deinen Job verlierst? Das kann zu Problemen führen, dazu mehr in diesem Video. Für heute war es das. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage ciao und bis bald.